Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, es ist wieder mal soweit, ihr Lieben. Und zwar hat die Käthe Duftpost erhalten, heute von der lieben Doris von Wohlfühlmomente. Ich hatte sie gebeten, meine gesammelten Werke zu verschicken jetzt. Genau, beim letzten Restock hatte ich dann doch irgendwie wieder erwartend doch nicht bestellt. Und jetzt war es für mich aber an der Zeit und ich dachte, okay, jetzt in einem Rutsch kann ich ja dann vielleicht, ne, mit oder kann mein Paket mit auf die Reise zu mir gehen. Jetzt ist es bei mir angekommen heute. Und ja, heute, ihr seht es vielleicht, es ist Nikolaus. Was soll ich euch sagen? Happy Nikolaus, ihr Lieben. Aber für euch wird es schon längst vorbei sein, wenn ihr das Video seht. Genau. Aber ich wollte mich trotzdem ein bisschen schmücken. Ich war auch heute so auf der Arbeit und deswegen bin ich jetzt direkt mal so geblieben fürs Video. Genau. Wundert euch nicht, ich habe tatsächlich jetzt keine Duftbeschreibungen für euch. Überwiegend steht es eh mit drauf. Das sind überwiegend diese Triple Layer Bars. Es gab ja diese Aktion bei Doris, dass sie diese ganzen Triple Layer Bars, die wir, ne, Kundinnen vorgeschlagen haben, dass sie die alle einfach gegossen hat, in irgendwelche Boxen gemacht hat oder einfach auch einzeln in den Shop gesetzt hat, nach und nach bei den Customs. Deswegen hatte ich jetzt auch gesammelt, weil ich einfach gucken wollte, was da dabei ist und vor allem auch Sachen, die von mir sind, auf die ich noch gewartet hatte und deswegen, genau, aber deswegen hatte ich jetzt beim letzten Mal nicht bestellt, weil dann war ich auch mit Weihnachtsdüften dann einfach jetzt durch oder auch einfach mit den Triple Layern, ne, und deswegen habe ich sie mir jetzt schicken lassen und ich freue mich ganz doll, jetzt mit euch zusammen zu schnüffeln. So, und das Erste, was ich entdeckt habe, war hier schon dieses wunderbare Geschenk. Ich hatte sowas Ähnliches schon mal und es ist einfach total schön. 15 Minuten Weihnachten für dich. In der Tüte für dich, ne, genau. Erstens Handy abschalten, zweitens Tee kochen, drittens Kerze anzünden, genau. Viertens gemütlich machen, fünftens Tee und Süßes genießen und sechstens Geschichte lesen und entspannen. Das werde ich mir auf jeden Fall gönnen und dafür werde ich mir auch die Zeit lassen. Und upala, sorry, sorry lieber Nikolaus, sieht doch nicht so finster aus. Nein, er sieht überhaupt nicht finster aus. Er ist total, yay, er ist total gut drauf. Genau wie ich. So, tut mir übrigens leid, es könnte ein bisschen mehr mit der Husterei werden. Ich habe mir schon, ne, Mini hat wieder was mit nach Hause gebracht und ich habe natürlich Juhu und Juhe geschrieben. Kommt zu mir und, ne, wie es dann halt auch so ist. Genau, als ob es nicht sowieso so wäre, dass das Letzte noch nicht ganz weg war, ne? Es geht alles ineinander über. Unser Immunsystem, ja, was soll ich euch sagen? So, also, legen wir mal los. Wie gesagt, nicht unbedingt viele Duftbeschreibungen, aber das meiste Schnüffeln war einfach mal zusammen raus. Und, oder schnüffel ich für euch raus. Und das meiste steht, wie gesagt, auch drauf, ne? Und von manchen Sachen gab es auch einfach gar keine Duftbeschreibungen mehr und ich habe sie teilweise nicht gefunden. Also, ne? Legen wir mal los. So, das erste Türchen, nein, das erste Tütchen ist der Island Spa Ingwer und Pink Sugar. Alles drei Sachen, die ich sehr, sehr mag. und ja, genau, also dieser Island Spa, bin ich jetzt mal gespannt, ob das, ja, genau, der Island Spa, den kenne ich schon, und zwar von Silvi, von Iceflower. Da mag ich den sehr. In Verbindung mit diesem Pink Sugar nochmal, also dieses Zitrische vom Island Spa, diesen Spa-zitrischen Moment. Dann der Ingwer, der eine gewisse Schärfe reingibt, aber ich glaube, der kommt warm noch ein bisschen besser raus, würde ich vermuten. Und dann dieser fruchtige und süße Pink Sugar dabei. Oh, ne, Herr, das ist wirklich eine richtig, richtig schöne Mischung. Oh, da freue ich mich drauf im Badezimmer. Mein Island Spa ist nämlich sowieso leer. Und in der Kombi, und wirkt auch jetzt ganz gut von der Intensität so auf dem ersten Schnüffler, ne? Schauen wir mal. Ich hoffe, Licht ist übrigens so okay. Ich weiß, es kommt, ich werde ab und zu ein bisschen von der Sonne geküsst. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch so. Ich konnte es jetzt gerade nicht besser, nicht besser abhängen und so weiter. Genau. Und die Sonne hat heute richtig Lust, uns hier zu kitzeln. Und das ist auch schön. Und da lassen wir es auch ein bisschen, ne? Okay. So, nicht nur die Sonne im Herzen, sondern auch draußen. Total schön. So. Oh, dann kommt jetzt einer.
So, guck mal, was da steht. Da steht Winter Triple Idee von, Mix Idee von Cat Cat. Also, Haselnuss, also Hazelnut, Amaretto und Hot Cocoa. Meine Freundin Patricia hatte den Duft schon und war sich, hat nicht so, mal gucken. Okay, ja, ich weiß, was sie meint. Sie sagt, er hat so ein bisschen so eine Acetonnote. Ja, ich bin gespannt, wie es warm ist. Er hat schon was Stechendes. Diese Amaretto-Note macht irgendwas mit den anderen Duftkomponenten. Also für mich hat er lustigerweise ein bisschen was von einem... Also, ne, man riecht schon diesen Amaretto raus und dieses... Also auch ein bisschen was Cremiges und fast schon Lotion-artiges irgendwie. Dafür, dass es ein Foodie-Foodie-Foodie-Duft ist. Hazelnut, ja, was Nussiges, ja. Hatte ich mir ganz anders vorgestellt, muss ich sagen. Aber ich bin gespannt, ne? Schauen wir mal, wie es ist, ne? Übrigens, meine Freundin Patricia, ne? Ich habe es wahrscheinlich schon 10.000 Mal gesagt, aber ich sage es nochmal. Duftbibliothek Deluxe auf Insta, für die, die es noch nicht gehört haben, ne? Genau. Dann habe ich hier den Home Sweet Home Toasted Marshmallow und Vanilla Bean. Auch natürlich alles Sachen, die ich sehr gerne mag. Das heißt natürlich, aber ne, das sind alles auch Sachen, die ich sehr gerne mag. Der Home Sweet Home ist ja so ein gemütlicher Kuschelduft, aber ein gemütlicher, herbstlicher, weihnachtlicher Kuschelduft mit Zimt, Gewürzen etc. Ne, Toasted Marshmallow geht auch irgendwie immer, macht es immer schön cremig und auch diese gewisse Toasted-Note ist schon fein. Und Vanille. Vanille, ja. Okay. Ja, ist für mich wirklich wie der typische Vanilla Bean Buttercream, obwohl ich Vanilla Bean Buttercream nicht so gerne mag, aber der ist mir ein bisschen zu viel und zu... Aber ich bin sowieso nicht so ein Fan von den Scentsy Foodie Düften. Schande auf mein Haupt, auf mein Hütchen. So, aber der hat was von dem Vanilla Bean Buttercream, trotzdem aber eben durch diese Toasted Note nochmal ein bisschen abgemildert in der Süße und in der Schlotzigkeit. Aber trotzdem noch schön und dekadente Vanille so. Und durch den Zimt und ne, diesen gemütlichen Home Sweet Home. Das ist eine schöne Mischung. I like it. Sag ich ja immer so schön, ne? So. Oh ja, hatte ich schon mal in einem Tauschpaket lustigerweise. Und jetzt habe ich ihn nochmal. Der Kaffee-Mandelkeks. Da brauchen wir auch nicht viel zu sagen, ne? Kaffee, gebäckiger ne, Keksduft mit Mandel. Der war schön und das weiß ich noch. Ja. Und ja, ich glaube, der könnte auch heute direkt in meine Küche wandern. Der ist schön. Der ist lecker. Also wirklich, ne? Cremig, aber nicht zu dekadent. Und die Kaffeenote ist auch nicht zu süß oder zu stark. Es ist schön abgerundet, wirkt aber auch wirklich nicht so kräftig und intensiv. Ich bin mal gespannt, wie die Intensität so ist. Oh ja, Winter Triple Mix Idee von Stefanie. Glühwein, Mandarinensplitter und Vanille. Ich mag Glühweindüfte, mag ich wirklich sehr. Mit Mandarinensplitter und Vanille kann ich mir das auch wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Deswegen habe ich es halt bestellt, ne? Okay. Oh ja, das ist lecker. Ist vor allem ein schöner Mandarinenduft. Ein wirklich schöner. Nicht zu künstlich, aber trotzdem kräftig. Ne? Und mit dieser Vanille abgerundet. Also der Glühwein, ja. Oh, das ist eine schöne Mischung. Wirklich toll. Da kann ich mich aber dann heute doch nicht entscheiden, weil ich zuerst reinmache. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Holla, die Waldfee, ne? Oder wie ich es ja immer sage, die Waldelfe, ne? Schön. Schön. Ach, Moment. Habe ich den zwei... Ah, ich habe ihn wieder zurückgetan. Ich hält ihn auch großartig. Ich habe ihn jetzt gerade... nehme ich den ich hier, ne? Meine Mix-Idee sozusagen.
Dann noch eine Mixidee von Stefanie. Orange, Bratapfel und Tanne. Mega. Ich mag Tannendüfte, wisst ihr ja inzwischen, mit einer fruchtigen Note zusammen finde ich mega. Und Orange und Bratapfel kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Ne? Also gerade so, ne, durch so Düfte wie Pink, Pine and Berries von Scentsy oder auch den, wie heißt der denn jetzt, der neue, mit der so ein bisschen wie Black Forest Pine mit Orange riecht. Orange and Evergreen heißt der so. And Sweet Evergreen? Sweet Orange and Evergreen? Irgendwie so. Der neue, ne? Der relativ neue. Deswegen, da weiß man einfach, okay, das ist eine schöne Kombi, ne? Das funktioniert. Ah, okay. Hat für mich irgendwie auch komischerweise so einen Seifenmoment. Aber ist schön. Manometer, sorry. Was war es jetzt nochmal? Bratapfel und Orange. Ja. Na, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob diese Duftkombi so. Habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber, ne, mal gucken, in welche Richtung das geht. Trotzdem wirkt das ganz schön, aber kann jetzt in beide Richtungen gehen. Das kann ich noch nicht so wirklich einschätzen. Ne? So. Dann haben wir Sweater Weather. Genau, da hatte ich schon beim Tauschpaket gesagt, das weiß ich noch. Es ist ein Sweater, es gibt ja diesen Sweater Weather Duft, von dem viele schwärmen. Das ist eher so ein Kuschelduft und weiß ich nicht. Und das hier ist einer, der ist auf jeden Fall apfelig, das weiß ich noch. Ja. Apfelig, da riecht man die Schale, da ist frisch. Eine Spur eisig, frische Luft. Aber wirklich schön. Das ist das, was für mich dominiert. Also, er ist nicht zu holzig. Es ist eine bestimmt, als Basis ist da bestimmt irgendwas so im Sandelholz etc. drin. Aber der gefällt mir gut. Der ist schön. So viele schöne Düfte. Bisher wirklich, ne? Geht klar, ihr Lieben. Oh ja, und den musste ich bestellen, weil ich einfach ein großer Fan von diesem Duft bin, auch wenn das jetzt eigentlich nicht die Jahreszeit dafür ist. Aloha Vanille. Ah, okay. Es ist aber diese Aloha Vanille kenne ich tatsächlich noch nicht und deswegen war ich gespannt. Okay, der ist parfümiger, als ich vermutet hätte. Und auch fruchtiger noch, als ich vermutet hätte, auch von der Farbe her. Lässt das ja darauf schließen, dass das jetzt nicht einfach Vanille und Kokos ist, aber man riecht Kokos. Aber da sind noch andere Früchte drin, garantiert. Als das sind auch Fr ne? Also es sind Früchte drin, noch irgendwelche exotischen Früchte. Ne? Also das wird es nicht gewesen sein, einfach Vanille und Kokos und fertig ist die Laube. Ne? Hier ist der einmal pur, weil ich mal neugierig war auf diesen Home Sweet Home, weil ich den noch nicht kannte. Ja, und es ist ein cremiger, zimtiger Duft. Gemütlich, ne? Kommt mir auch schon bekannt vor. Ist so ein typischer Herbst- oder Weihnachtsduft, ne? So, ja, zimtig cremig, eine Spur holzig. Hatte ich tatsächlich zweimal Aloha Vanille bestellt? Upsi! Vielleicht aus Versehen, könnte passiert sein. Was habe ich denn jetzt hier? Oh ja, den hatte ich tatsächlich schon dank der lieben Simone Fienchen0404 auf Insta, meiner lieben Simone, gestern schon in der Lampe und der hat mir gut gefallen. Das ist der Water Lily Cucumber Splash und Salty Sea Air. Ist ein sehr frischer und grüner Duft mit einer Spur Blume, ne? Aber der ist wirklich, der ist auch eher was, also entweder für jetzt fürs Bad, also ich kann solche Düfte eigentlich immer im Bad riechen. Oh, schön. Ne? Eben diese wässrige Gurke, aber da ist trotzdem eine gewisse Cremigkeit drin, die ich wahrscheinlich dann eher durch diese Lilie empfinde, dieses blumig-cremige. Und das Salty Sea Air gibt nochmal so einen gewissen, ne, so einen frischen Seeluftmoment einfach, ne, Seeluft. Ein bisschen mit rein. Obwohl er für mich vor allem blumig und auch trotzdem durch die Gurke frisch und süß ist, ne. Schon auch süß. Ja, das ist wieder meiner Liebe geschuldet, meine neue Liebe, die ich für mich entdeckt habe, und zwar der Blackberry Jam Duft. Oder eine Blackberry Jam mit Butter Cookie und was ist es denn?
Banana Cream Pie Schlagsahne. Oh, schlotzig. Manometer. Das könnte jetzt in alle möglichen Richtungen gehen. Ich habe gerade fast ein bisschen Angst. Aber wir schauen mal, ne? Ja. Na, es ist für mich, glaube ich, echt ein bisschen grenzwertig. Aber diese Blackberry Jam, ich liebe Blackberry Jam. Aber es könnte jetzt in, obwohl es so ein bisschen von dem Ort, ne, in Autumn in Vermont so ein bisschen in die Richtung geht. Und deswegen mag ich's. Oh Gott. Schon schön. Aber ich muss gucken, ob mir das nicht eine Spur zu künstlich wird, wenn es warm ist. Leute. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass der warm auch noch mal richtig schön wird. Die Schlagsahne ist so eine Sache dann dabei, die vielleicht dann noch mal so ein bisschen das Ruder in welche Richtung auch immer rumreißt, ne? Genau, Winterlavendel kenne ich. Gewürziger, also es ist ne, mit Zimt und so weiter, so Wintergewürze und Lavendel. Viel mehr kann man zu dem Duft jetzt gar nicht so sagen, ne? Ist jetzt auch kein totaler Favorit von mir. Also er ist schön. Ich werde, also, ja. Mal sehen. Ne, vielleicht gefällt er mir warm auch noch ein bisschen besser. Ich habe ihn bisher nur kalt gehabt, ne? Oh, jetzt kommt noch so. Ich hatte noch was bestellt. Genau, da muss ich aber mal gerade. Ah, eine Überraschung. Genau, es gab ein paar Sachen im Angebot. Ne? Also ja, jetzt kann ich nicht zeigen, aber. Ja, genau. Ihr werdet es vielleicht mit der Zeit sehen. Genau. Ach so, ich wollte gerade sagen, es ist zwar auf der einen Seite ist mein Part. Ach nee, einen habe ich noch. Home Sweet Home, Herbstlaub und Vanilla Bean. Ja, so ähnlich hatten wir das ja gerade schon mal, ne? Aber mit dem Herbstlaub jetzt noch mit dabei. Da bin ich jetzt noch mal gespannt. Jetzt habe ich natürlich noch mal so einige Herbstdüfte gehabt und dabei hatte ich so gut Herbst aufgebraucht, muss ich sagen. Aber so vereinzelte kann ich jetzt schon noch mal düfteln, das geht klar. Okay. Diese, ach, ist schon wieder so ein bisschen was Parfümiges da irgendwie drin für mich. Aber schön irgendwie. Aber dieses Herbstlaub ist Gott sei Dank nicht so muffiges Herbstlaub. Aber gibt eine gewisse Gemütlichkeit noch zusätzlich mit da rein. Schöne Kombi. Ich habe erst gerade so ein bisschen gedacht, oh, warum hast du das bestellt, Käthe? Warum hast du das getan? Aber ich bin gespannt. Und jetzt kommt hier so ein kleines Schätzchen, ne? Ich habe mir die ganzen anderen Boxen, Doris hat ja viele Boxen gemacht, halt auch mit den Winter Triples, ne? Und ich habe mir die Cookie Box nicht geholt, ich habe mir die Zucchini Box nicht geholt, aus gutem Grund. Da war ich mir einfach zu unsicher, sage ich ganz ehrlich. Aber welche ich mir nicht entgehen lassen konnte, war die Non-Food Box. Schön verpackt in so einer schönen kleinen Box. Die machen wir jetzt mal zusammen auf. Ich bin hier schon wieder. Aber diesmal hoffentlich nicht mit schwarzer Nase wie bei dem Wachsmagie-Video. Das war dann so, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, das darf jetzt nicht wahr sein. Und es hat mich dann selber die ganze Zeit so wahnsinnig gemacht, das zu sehen. Ich hoffe, es hat euch nicht auch irgendwie so getriggert wie mich dann. Ach, egal. So. Oh, schön. Was ich jetzt schon so. Da bin ich jetzt mal gespannt. Winter Triple Mix von Rose, Sandelholz, Sweet Oak Moss und Warm Vanilla Sugar. Oh, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Das könnte für mich jetzt in alle möglichen Richtungen gehen, ne? Sweet Oak Moss. Okay. Der ist für mich recht dezent. Oh, da unten. Dieses Oak Moss und dieses Sandelholz. Ja, ist für mich schon vielleicht eine Spur zu viel, obwohl es schön ist. Ja, das ist ein vielleicht, aber interessante Duftkombi und eigentlich recht cool. Aber ich wüsste sonst auch schon jemanden, dem ich das, ne, vielleicht auch hinterlasse, ne, überlasse, auch eher. Winter Triple von Katrin, also nicht von mir, ne, von der anderen Katrin. Genau, Kaschmir, Tonka Bean und Rose. Oh. Das klingt gut. Das klingt nach mir. Es ist das Rosenöl von Doris ist wirklich ein sehr
So Rosen, also es ist wirklich so nur purer Rosenduft dann auch. Dieses etwas, was manche schon wieder eine Spur zu viel finden, das weiß ich. Aber hier unten, oh, schön da mit dem Kaschmir. Oh, wenn sich das verbindet, ist das, glaube ich, ein ganz bezaubernder Duft. Ne? Wenn die starke Rose dann wieder ein bisschen vom Kaschmir besänftigt wird, sozusagen. Ne? Ja, wie auch immer. Ich wollte nicht sagen abgeschwächt. Ich wollte eigentlich eher sagen abgemildert. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und dann noch mit der Tonkabine, um noch eine gewisse Cremigkeit und dann auch noch mal eine Kuscheligkeit und eine gewisse Basis da reinzubringen. Cool. Mag ich gerne, Leute. Jetzt kommt einer meiner. Aber das ist eine brisante Mischung, Leute. Winter Triple Mix von Sandra. Coconut Milk and Lavender. Sandalwood und Nack Champa und ich sind eigentlich keine Freunde. Oh ja. Aber ich weiß, wer diesen Duft feiern wird. Ich weiß, wer ihn feiern wird. Für mich ist das immer dieses Nack Champa, das erinnert mich immer sehr. Wir hatten damals so ein Räucherstäbchen-Stand, Nepal-Stand, wo es immer so warme, kuschelige, selbstgemachte Sachen gab und auch halt ganz viel Räucherstäbchen und Gedöns und Deko, ne, so aus Nepal und so dem Gefilden, auf dem Weihnachtsmarkt. Ich komme ja aus Duisburg und da, gebürtig aus Duisburg und da gab es das, diesen Stand, den gibt es immer noch, glaube ich. Und das roch immer nach diesem Nag Champa überall, diese ganze Hütte. Und deswegen war das für mich, als ich das erste Mal gerochen habe und dann wusste, ah, das ist Nag Champa. Weiß ich dann immer so ungefähr, was das dann ist, ne? Winter Triple von Pamela oder Pamela, wie auch immer, aber ich glaube Pamela, ne? Ein Tennerein steht im Walde, Mandarinsplitter und Vanilla Bean Noel. Das dürfte eine schöne Mischung sein. Oh ja, aber. Na, ja, ist irgendwie kommt da in dieser Kombination schon fast so ein bisschen Muffe-Charakter raus. Na, ja, ein bisschen zu bitzelig an ein, zwei Stellen. Ich muss gucken, wie das warm ist. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt so zusammen gefällt. Obwohl das ja eigentlich so, da hätte jetzt auch nicht so viel Schier. Ja, mal gucken. Irgendwas komischerweise ist da, was mich stört und ich kann es gar nicht genau sagen, was. Hier zur Seite. Dann haben wir noch eins von Pamela. Ein Tennlein steht im Walde. Candy Cane und Black Cherry. Das sind alles so Sachen, die hätte ich so halt nicht bestellt. Aber deswegen ist es ja auch ganz, ganz spannend irgendwie, ne? Weil Candy Cane, oh, und Black Cherry kann schön sein, aber kann manchmal auch so furchtbar künstlich sein, ne? So, Lieblein, komm mal, geh mal auf. Ja. Doch, der ist interessant. Was ist es denn, was? Ja, dieses Candy Cane, diese Zuckerstange da, die macht das natürlich sehr süß und mit der Kirsche zusammen nochmal eine Spur süßer. Und dann diese kleinen, also die nadelige Note ist da auf jeden Fall die, die so ein bisschen, na, sehr zu, ne, sich zurücknimmt oder in dem Fall so ein bisschen untergeht. Mal gucken. Genau. Oh, das ist einer von mir. Winter Triple von mir. Also von meiner Mix-Idee. Bedtime Bath, Mandarinsplitter und Sandalwood. Ja, das habe ich gemacht. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Seht ihr das mal? Ne? Mal gucken, was der kann. Oh, Leute. Mama, und bist du nicht willig so, brauche ich Gewalt. Okay, der ist recht sanft. Ja, okay. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, bin ich mal gespannt, wie der sich warm entwickelt. Ja, mal gucken. Wenn ich jetzt gerade mal so überlege, ach, ich weiß, was ich mir dabei gedacht habe. So, Lavendel, es ist ja, Bedtime Bath ist ja so Lavendel, Kamille-Duft, ne? Und da habe ich wohl gedacht, dass das eine ganz schöne Kombi sein könnte mit Mandarinsplitter, so ein bisschen Lavender-Mandarin-mäßig von Bea. Und dann noch ein bisschen Sandelholz zum Abmischen. Also ich weiß schon, warum ich es gemacht habe. Okay, alles klar. Aber ja, schön. Bin ich mal gespannt, wie er sich dann wirklich warm so ergibt.
Winter Triple Mix von Suse, Tanne, Orange, Vanille. Hatten wir jetzt hier schon ein paar Mal, ne, muss ich sagen. Genau. Aber der ist schön. Das ist eine schöne Vanille dabei gemischt, muss ich echt sagen. Die ist schön. Hier mit so einem kleinen Tannenbäumchen noch dazu. Die Vanille gefällt mir gut zu dem. Oder unten kommt sie gut raus, da wo es dann halt auch wirklich grün ist, ne, die Tanne. Oh, schön. Deswegen, bei denen kann man, glaube ich, erst so richtig was sagen, wenn die warm sind, wenn die sich verbinden, wenn das nun mal so dreischichtig gegossen ist. Der ist aber, der gefällt mir gut. Also bisher so kalt gerochen, ne? Muss ich sagen. Winter Triple Mix von Katrin. Acai-Beere oder wie heißt, ne, das war letztens auch schon. Acai-Beere, Acai, ne? Oder irgendwie so. Acai-Beere, Berry, Vanille und Musk. Könnte ganz nett sein. Oh ja, das geht klar. Was Beeriges, ne, eben schön, schön kräftige Beerennoten, die auch wirklich, ne, hier unten, na klar, ne, auch sehr präsent sind natürlich, die geben ordentlich Power. Das haben wir eben, ja. Dann mit der Vanille, ne, als schöne Basis und ne, zum Abrunden, zum cremig machen. Und dann, ne, Klassiker, dann einfach ein Moschus mit drauf. Der macht es parfümig. Geht klar. Dann habe ich Winterschüppel von Stefanie. Honig, Amber und Maulbeere. Okay. Okay, ja, nee. Okay, da unten ist interessant. Okay. Da ist der Amber. Der Honig, ich, nee. Nee, das ist nicht so meins. Na, aber da habe ich auch schon eine Duftnase, die sich darüber freuen wird. Also dementsprechend ist das ja überhaupt nicht schlimm. Man kann nicht immer alles mögen. Und es sind ja auch immer sehr, sehr verschiedene Duftnasen, ne? Muss man sagen. Winter Triple Mix von Steffi. Gin Tonic, Candy Cane und Cherry Snow Cone. Ja, Gin Tonic ist interessant, das riecht man auch sofort. Dann noch dieses süße Zuckerstänkchen und dann noch eine und dann noch eine dann noch ein Kirschduft obendrauf. Ja, ich dachte, das wäre keine Foodie-Box. Es soll doch eine sollte doch eine Non-Food-Box werden. Was ist denn daraus geworden? Okay, ja gut. Aber lustigerweise ist irgendwie einer, den ich irgendwie gemacht hatte und auf den ich die ganze Zeit gewartet habe, ist irgendwie komischerweise nicht dabei. Und war auch in den anderen Restocks nicht dabei. Naja, okay, wie auch immer, ist auch egal. Das war nämlich so eine Mischung aus Cherry, also Snow Cherry, ein Tennenland steht im Walde und ich glaube Sandelholz oder so. Ich weiß es gar nicht genau, ist auch egal, dann ist das, ne, kann weiß nicht. Vielleicht ist er doch auch gekommen und ich habe es nicht mitbekommen oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Bitter Triple Mix von Stefanie. Cranberries, Apfel und Vanille. Sind natürlich echte Klassiker, die gut zusammen funktionieren dürften, ne, weil das ist, ne, Cranberry und Apfel, ne, dann noch eine Vanille dazu, dürfte klar gehen, ne. Ja, ist schön. Ja, ein kräftiger Apfel. Und mit dieser Cranberry hat das schon so ein bisschen was von Hustenbonbon, lustigerweise. Nein, nicht schon wieder, dass ich mich schon wieder so hänge mit überall. Hä? Okay. Ja, ist schön. Ist gefällig, ne? Absolut. Und dann der letzte Winter Triple Mix von Stefanie. Minze, Marshmallow und Tanne. Ja, das könnte jetzt auch eine schöne Mischung sein, ne? Was Winterliches. Hoppala, da kommt es mir schon entgegen. Ja. Ne, das ist so ein typischer Winterwald-Tannenduft, ne? Mit so einem Eis-Schneemoment, frische Luft. Ja, ist schön. Und was war das zum Abrunden? War das Vanille? Ne, Marshmallow. Ah ja. Marshmallow, ja. Zum cremig machen. Da kommt aber die Minze Holla, die Waldelfe. Da kommt sie aber richtig, ja, am Popöchen doch. Da muss ich direkt auch wieder husten. Ach ja, das ist auf jeden Fall einer, da muss es dann da, wenn es dann klirrend kalt ist, so ein Duft dann, das kann schon gut klar gehen, ne? Ja,
gefällt mir. Also die Box, aber das ist ja bei Boxen oft so, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Boxen sind ja oft, da kann nicht immer alles stimmen und da kann nicht immer der Geschmack hundertprozentig getroffen werden. Das ist so. Aber ich hatte schon ein bisschen gehofft, dass da so ein paar mehr dabei sind, die mir doch auch gefallen, muss ich sagen. Aber ne, was nicht ist, das ist nicht. Wie gesagt, ich habe noch andere liebe Duftnasen, die sich da auch über das eine oder andere Schätzchen freuen sollen, können und dürfen. So, ja, es wird wieder schön zugemacht. Ne? Die Mutti macht mal wieder schön hier alles fein. Ne? Genau. Leute, und ach ja, die Goodies machen wir noch, ne? Die Goodies machen wir noch zusammen, oder? Habt ihr Lust? So, guck mal. Oh, jetzt kribbelt und krabbelt mich überall an der Nase, ne? Aber oh, ich glaube auch. Ah doch, guck mal hier. Es geht schon wieder los. So. Ja, was soll ich euch sagen? Hier, Zettelchen, ne? Genau, und hier sind einige Goodies, ne? Einige Goodies. Ah, und hier wäre es gewesen. Das habe ich gesucht gehabt. Ne? Hier, Lieferschein und so weiter. Aber nicht schlimm. Ne? Hat mich gesucht. Aber die haben wir auch so hingekriegt, Leute, ne? Da war ja jetzt auch nicht so viel Geheimnis dabei. Shopduft, Banana Oatmeal Cookies. Oh, ich glaube, den hatte ich schon mal unter der Nase und ich, das ist, glaube ich, nicht so meins. Banane ist ja eh, ich mag diese süßen reifen Bananen, aber nicht so diese Schaumbanane. Aber der, ach, ah doch, der geht klar. Oh, der ist schön. Der ist schön. Mhm. Der ist nicht zu schlotzig cookie-mäßig, ne? Nicht zu doll. Oh, so ein Mix, Mystery Mix. So ein süßes Bärchen. Da schnüffel ich doch mal gerne dran. Mal gucken, was da so bei rausgekommen ist. Da ist auf jeden Fall Minze drin, Vanille und hier auch, glaube ich, eine Spur Tanne. Aber auf jeden Fall sehr minzig. Ein sehr, sehr minziger Duft. Minze ist natürlich immer so eine Sache bei mir. Ich mag Minzdüfte, aber es kommt immer auf die Minze an. Und das ist so eine Minze, die könnte grenzwertig für mich sein jetzt. Shopduft Centers. Hoppala, ich gehe mal kurz auf Tauchstation. Tschüssi. Hallo. So. Centers Footsteps. Ach ja, der war jetzt in dem Restock, aber den hatte ich nicht mitgenommen, weil wie gesagt, ich habe dann echt mal so... Ich habe dann so gesagt, die klingen zwar schön, aber ich habe so viel Weihnachtszeug. Wann soll ich das alles verdüfteln, Leute? So viel Winter- und Weihnachtskram. Und dann habe ich einfach, ne? Ja. Oh, der ist schön. Das ist auch einer für die Simone. Sehr, sehr nadelig, sehr, sehr schneeig, frisch. So wie momentan man ganz viele unter der Nase hat, aber der ist wirklich ein sehr, sehr schöner davon. Shopduft Dezember, genau, der war jetzt auch bei dem Restock dabei. Da weiß ich gerade gar nicht, wie waren da die Duftkomponenten. War das irgendwas Foodiges, ne? Auf jeden Fall Zimt ist mit drin. Gebäck und so, kann das sein? Ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht mehr. Oh schön, eine Gesichtsmaske von Alverde. Honey and Pine, den gab es auch jetzt, glaube ich. Ja, den gab es jetzt auch. Honig ist ja... Aber der ist schön. Der ist schön. Der hat dadurch auch durch den Honig irgendwas gemütlich und parfümig. Es hat irgendwas Parfümiges noch auch mit drin. Bestimmt noch irgendwie... Zum Abrunden irgendwie nochmal so irgendwie so ein Amber oder so ein Moschus mit dabei. Schön. Kann man machen. Lost and Found. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob der jetzt mit dabei war. Kann sein. Lost and Found. Da rieche ich Marzipan, wenn mich nicht alles täuscht. Oder Mandel. Mandel, Marzipan, irgendwie so. Ist recht sanft trotzdem. Cremig. Ja. Ich hab's gleich geschafft, Leute. Sorry. Musstet ihr mich heute echt so hustend ertragen, ne? Shopduft North Pole Coffee Company. Okay, da erwarte ich jetzt irgendwie einen minzigen Kaffee-Duft.
Irgendwie. Ja. Ein Pfefferminzkaffee. Ne? Auch schon ganz schön. Aber ich mag insgesamt nicht diese Zuckerstangen oder Pfefferminzstangendüfte. Ist nicht so mein. Aber der ist gar nicht schlecht. Der ist gar nicht schlecht. Würde ich es ein bisschen mehr mögen, aber ich probieren tue ich es auf jeden Fall. Sorry, noch einmal. Leute, eine schöne Bestellung hat mir gut gefallen. Und ich hoffe euch auch. So. Genau. Habt ihr auch bei Doris bestellt? Habt ihr die Winter Triple auch aus? Habt ihr die auch ausprobiert? Ich finde das eine super coole Aktion. Ich mag das ja immer, wenn Kunden-Customs gemacht werden, dass man sich auch selber so ein bisschen austoben darf und mal so was selber mischen darf, was man glaubt, was schön ist und vor allem auch, was einem selber gefallen könnte. Und schön, wenn es dann so umgesetzt wird. Und danke, 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 liebe Doris, falls du es sehen solltest, für diese Mammutaufgabe, die du dir da gestellt hast und der du dich gestellt hast. Genau. Ne, was du da für eine Arbeit reingesteckt hast, Wahnsinn. Und es sind tolle Kreationen bei rausgekommen, muss ich echt sagen. Also schön, klasse. So, ihr Lieben, es geht langsam auf Weihnachten zu. Jetzt ist schon Nikolaus. Ne? Und wenn ihr das Video seht, ist es sogar noch schon, ist es wahrscheinlich noch viel näher. Nee, es ist dann viel näher, weil heute stelle ich das Video auf jeden Fall nicht online. Also, Mensch. Also, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Macht's nicht so wie ich. Bleibt gesund, okay? Tut mir den Gefallen. Bleibt fit und gesund und freut euch an der erfreut euch an der Vorweihnachtszeit. Und umgebt euch mit schönen Sachen. Mit lieben Menschen und mit schönen Sachen, die euch erfreuen und vor allem schönen Düften. Das werde ich nämlich jetzt auch tun. Ich werde mir jetzt welche von den Schätzchen direkt in die Lampe schmeißen. Und ja, ne, folgt mir gerne auf Insta. Da erfahrt ihr dann vielleicht zwischendurch mal in irgendeiner Story, was ich gerade düftel und ne, wie mir der Duft vielleicht auch gefallen hat oder ne, auch nicht gefallen hat, obwohl ich meistens eher die online stelle, die mir gefallen. Ne, genau. Ich müsste auch mal wieder einen Beitrag machen. Das werde ich auch mal. Genau. Es wird jetzt auch ein paar mehr Videos geben in der nächsten Zeit. Ne, nicht immer nur eins pro Woche, sondern wahrscheinlich auch manchmal zwei pro Woche, weil ich einfach ein bisschen was angesammelt habe, was sonst einfach, ja, da kräht dann kein Hahn mehr nach, sage ich immer so schön. Ne? Und dann sind die Düfte irgendwann, sind die Videos irgendwie passé und sind überwiegend Tauschpakete, die jetzt bald online gehen werden, wo ihr vielleicht auch mal Lust habt reinzuschauen und manche Düfte kennenzulernen. Das finde ich immer ganz cool bei Tauschpaketen, mal von Düften zu erfahren, die es so gibt. Ne, genau. Also, lasst euch gut gehen. Bis dann!